Die Sonne geht über der Kleinstadt auf und taucht die Dächer in goldenes Licht. Die Menschen folgen ihren morgendlichen Routinen, trinken Kaffee und bereiten sich auf den Tag vor. Doch eine Ankündigung liegt in der Luft. Der Krieg kommt! Über das Radio rufen die Politiker ihre Bürger auf, sich auf den Kampf vorzubereiten und sich hinter eine Sache zu stellen, die sie kaum verstehen. Angst weht durch die Straßen wie ein kalter Wind, doch heute regt sich etwas Neues in den Herzen der Menschen. Im Stadtpark sitzt Jonas still auf einer Bank, die Beine gekreuzt, sein Atem ruhig und tief. Er beobachtet die Tauben, die umherlaufen und die Blätter, die im Wind tanzen. Sein Geist bleibt ruhig, trotz des Sturms, der durch die Nachrichten fegt. Seit Jahren meditiert er und findet Frieden in der Stille seines Inneren. Was einst von den Geräuschen des Lebens zerstreut war, ist jetzt verankert im Moment, frei von Angst und Wut. Jonas hat gelernt, innerer Frieden ist die Quelle allen Friedens. Während das Radio von Patriotismus und Pflicht spricht, erinnert sich Jonas an die Worte seines Großvaters. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Früher erschien ihm das wie ein Traum, jetzt fühlt es sich wie die tiefste Wahrheit an. Er lächelt leise, eine innere Stärke keimt in ihm auf. Was, wenn niemand bereit wäre, in den Krieg zu ziehen? Was, wenn jeder so viel Frieden in sich hätte, dass nichts im Außen ihn erschüttern könnte? Später am Tag geht Jonas durch die Straßen, er sieht Angst, er sieht andere mit derselben Stillstärke in ihren Gesichtern. Maria, die Bäckerin, begrüßt ihre Kunden freundlich, trotz der drohenden Kriegswolken. Ahmed, der Mechaniker, arbeitet konzentriert, unbeirrt von den politischen Aufrufen. Elena, die Lehrerin, unterrichtet weiterhin über Mitgefühl und Freundlichkeit, als gäbe es keine Gefahr. Nach und nach durchschauen die Menschen die Angst, die versucht, ihre Herzen zu ergreifen. Jonas, Ruhe breitet sich aus und seine Nachbarn bemerken es, sie fragen sich: Wofür soll dieser Krieg gut sein? Warum sollten wir kämpfen, wenn es uns, unseren Familien und unserer Gemeinschaft schadet? In den kommenden Tagen versammeln sich immer mehr Menschen im Park. Sie sitzen in Stille, atmen tief ein, teilen die Gelassenheit, die sie verbindet. Sie sprechen über ihren Wunsch nach einer Welt, die auf Respekt statt Konflikt basiert. Jonas führt einige durch Meditation, teilt mit ihnen die Praxis, die ihm so viel Klarheit gebracht hat. Eine stille Bewegung entsteht, Botschaften verbreiten sich im ganzen Land. Durch soziale Medien und Mundpropaganda weitet sich die Botschaft aus. Der Krieg kommt, aber wir müssen nicht gehen. Ich weigere mich zu hassen. Ich weigere mich zu kämpfen. Ich entscheide mich für Frieden. Ich weigere mich zu kämpfen. Ich entscheide mich für Frieden. Ich entscheide mich für Frieden. Ich entscheide mich für Frieden. Dies wird zu einem Mantra der Menschen. Im ganzen Land beginnen immer mehr Menschen, die Angst, die ihnen die Politiker einflößen, abzulehnen. Soldaten legen ihre Waffen nieder und weigern sich, gegen andere zu kämpfen, die genauso sind wie sie. Menschen, die Familien haben, Träume und Hoffnungen auf eine friedliche Zukunft. Die Politiker werden lauter, ihre Reden sind voller Wut und Frustration. Sie verstehen nicht, wie das geschehen kann. Wie kann ein Krieg erklärt werden, wenn niemand bereit ist, ihn zu führen? Sie drohen, sie drängen, aber die Menschen bleiben still. Wir sind nicht eure Soldaten, sagen sie im Einklang. Wir sind nicht eure Spielfigur. Als die Tage zu Wochen werden, löst sich die Spannung, die einst das Land beherrschte, in etwas Neuem auf. Friede! Es gibt keine Bomben, keine Schlachten, kein Blutvergießen. Der Krieg der Politiker materialisiert sich nicht, weil es keine Soldaten gibt, die ihn führen. Stattdessen werden die Gemeinschaften stärker. Menschen aus verschiedenen Städten und Dörfern beginnen, sich gegenseitig zu besuchen, um ihre Geschichten des friedlichen Widerstands zu teilen. Bauern tauschen Erden, Handwerker reparieren Häuser, Lehrer verbrennen.
Streiten wissen. Die Gesellschaft bricht nicht im Chaos zusammen, wie die Politiker es vorher gesagt hatten. Stattdessen blüht sie auf. Die Medien versuchen, Unruhe zu stiften, aber die Menschen haben ihre Wahl getroffen. Sie wählen inneren Frieden statt äußeren Konflikt. Sie verstehen, dass wahrer Frieden innen beginnt. Jeder Einzelne, der in sich Frieden findet, trägt zum kollektiven Gleichgewicht bei. Es breitet sich aus, heilt alte Wunden, baut Brücken zwischen geteilten Gemeinschaften. Jonas sitzt auf seiner Parkbank und beobachtet, wie sich die Welt um ihn herum verändert. Was sich einst wie ein unvermeidlicher Abstieg in die Gewalt anfühlt, hat sich in eine neue Ära der Zusammenarbeit und des Verständnisses verwandelt. Die Kraft des inneren Friedens hat die Kräfte des Krieges besiegt. Nicht durch Waffen, sondern durch die einfache Weigerung, an Hass teilzunehmen. Eines Abends, als die Sonne untergeht, denk dir nur die Worte seines Großvaters noch. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Es war nicht nur ein Traum, es war eine Realität, die sie alle geschaffen haben. Ein Atemzug, ein Moment der Einsamkeit nach dem anderen. Und in dieser ruhigen, stillen Welt fand die Menschheit endlich ihren Frieden.